Yo Leute, was geht? Heute geht es mal um den Release von Fall Guys auf der Nintendo Switch, auf der PS Vita, aber auch auf Mobile Device und noch vieles mehr. Ich denke mal, also ja, natürlich auch auf der Xbox. Ich denke mal, einige von euch werden zu bekommen haben, dass es dort noch keinen Fall Guys gibt. Manche denken sich jetzt, hä, wie kann das sein? Ich werde euch erklären, warum Fall Guys noch nicht auf den anderen Plattformen draußen ist. Und ich werde euch auch in diesem Video bestätigen können, ob Fall Guys auf dem Handy bzw. Auf der Nintendo Switch und auch auf Xbox rauskommen wird oder nicht rauskommen wird. Schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an. Dort werde ich auf alles eingehen. Und wenn ihr neu auf meinen Kanal gestoßen seid, würde ich mich echt mega über ein Abo freuen. Ich mache öfters mal so Infos-Videos, auch manchmal Livestreams und manchmal einfach nur ein paar Wins. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht die Glocke und ich würde mal sagen, wir sind jetzt auch schon in der Runde drin. Und ja, mal sehen. Oh nein, ich hasse dieses Game. Oh mein Gott. Das kann sein, dass ich mich vielleicht vielleicht mal verspreche oder so, weil ich mich natürlich ein bisschen konzentrieren muss, weil wir wollen natürlich hier den Win sehen. Und das ist meine erste Runde heute. Oh, ich bin ganz vorne. Aber es ist nicht gut. Okay, dann fangen wir auch schon an. Einen Moment, ich probiere selber da durchzukommen. Danke für den Boost. Sehr geil. Sehr gut, ich bin letzter. Auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt eigentlich sehr informiert, ja. Ich habe recherchiert. Grüße gehen raus an alle, die den Meme kennen. Und ich habe herausgefunden, dass Fall Guys auf Twitter, also man soll denen auf Twitter und Discord schreiben, auf welcher Plattform sie als nächstes das Spiel rausbringen sollen. Also das heißt, wenn die meisten Leute jetzt zum Beispiel Xbox schreiben, dann werden sie es auch auf der Xbox rausbringen. Und wenn jetzt zum Beispiel die meisten Nintendo Switch schreiben, dann werden... Oha, erster! Oh mein Gott. Ich bin einfach cracked. Grüße gehen raus an Reapers. ja, dann werden sie es halt erstmal auf der Konsole rausbringen, wo es halt die meisten Leute wollen. Und erster Platz, Alter, krank. In diesem Game auch noch. Und ich kann euch auch erklären, also meiner Meinung nach machen die das so, weil das Anfangsbudget war halt relativ niedrig, kann ich mir gut vorstellen. Weil ich denke nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass sie in einer Woche 20 Millionen Euro Umsatz durch die Steam-Downloads gemacht haben. Das Ganze ist ja relativ zeitaufwendig. Du brauchst Server, du brauchst Coder und alles. Weil ihr könnt nicht einfach Copy and Paste machen und dann habt ihr es einfach auf einer anderen Konsole. So funktioniert das Ganze nicht. Deswegen, das ist echt krass. Und deswegen haben sie jetzt genug Budget und überlegen sich, auf welcher Plattform sie es als nächstes rausbringen sollen. Und dann alle, die mir gerade zuschauen, die auf der Xbox spielen, Nintendo Switch oder Mobile, schreibt denen auf Twitter einfach, also antwortet denen auf einen Tweet und schreibt, yo, bringt das Spiel mal bitte auf der Nintendo Switch raus. Und umso mehr Leute das machen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es auf der Nintendo Switch rauskommt. Und das nächste Krasse ist einfach Custom Games, ja? Ich glaube, ihr kennt alle die Custom Games von Fortnite, beziehungsweise aus Fortnite. Und die überlegen gerade, Custom Games rauszubringen. Also Mickey, ich weiß nicht, wer Mickey alles kennt von euch, aber ich denke mal die meisten. Mickey hatte geschrieben, er hat das im Livestream gesagt, dass er schon Kontakt aufgenommen hat mit den Entwicklern von dem Spiel. Und es sieht ganz danach aus, als würden sie es rausbringen. Oh mein Gott! Ist das intens. Oh Gott, sorry, dass ich gerade ein bisschen weniger rede, aber es ist echt schwierig. Das Game setzt mir immer so zu, ich bin da so schlecht drin. Weil sie mich immer mobben. Sie schubst mich einfach immer durch die Gegend. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall Custom Games. Will ich natürlich dann auch bringen, ja. Aber da müsst ihr mir helfen, indem ihr ein Abo da lässt. Wisst ihr warum? Weil nicht jeder Custom Games bekommen wird, sondern erst bei einer gewissen Abonnentenzahl. Und wenn ihr mich alle unterstützt, dann kann ich auch Custom Games für euch machen. Also wenn ihr Bock auf Custom Games habt, lasst einfach ein Like und ein Abo da. Dann sieht es eigentlich relativ gut aus, dass wir auch Custom Games von den Entwicklern bekommen. Ich denke mal so ein paar tausend wird man schon brauchen. Ich denke nicht, dass jeder random die bekommt. Aber deswegen bin ich auch am Hustlen, lade viele Videos hoch, damit wir es schaffen. Und ja, oh mein Gott, ich muss mich konzentrieren. Ey, die sind so krass mittlerweile in dem Game, beziehungsweise PC-Spieler sind so heftig mittlerweile. Boah.
Endlich, mein Gott. Und ich spiele das ganze Game auf Maus und Tastatur. Ich habe hier auch einen Scuff liegen. Aber ich bin auf Maus und Tastatur einfach besser. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob ich das schon vorhin gesagt habe, aber schreibt mal gerne in die Kommentare, auf welcher Konsole ihr spielt. Also ob ihr jetzt PS4-Spieler seid, Xbox-Spieler und ihr wartet noch. Oder sogar wirklich Mobile-Spieler. Ja, weil bei Fortnite gab es ja auch einige Mobile-Spieler, die sogar in die WM gekommen sind. Oder nee, war das die WM? Auf jeden Fall haben sie einiges am Preisgeld auch gewonnen. Das ist halt krass. Hätte ich niemals gedacht, dass Mobile-Spieler einfach competitive-fähig sind. Also, dass sie halt so einfach ganze Turniere mitspielen können. Das finde ich echt krass. Und eine starke Leistung. Also, Respekt an jeden, der Fortnite auf dem Handy spielt. Oh mein Gott. Und hier muss ich mich konzentrieren. Oh, oh, der Apfel. Ja, war klar, Bro. War klar. Das ist, warte, wie nennt man das RNG? Das ist sehr mit viel Luck verbunden, das Ganze hier. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, yes. Wir sind Siebter. Okay, wie viele fliegen jetzt raus? 8 Stück? 8 Spieler? Wow, jetzt kommt einfach Sturzball und es ist ein 6 gegen 7. Bitte bin ich Team Gelb. Normalerweise verliert Team Gelb immer. Wirklich immer. Boah, mein Team ist lost. Mein Team ist total lost. Ich sehe es jetzt schon. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich so konzentrieren. Ey. Oh Gott, ja, da brauche ich nichts zu machen. Oh, warte, vielleicht kann ich das jetzt machen. Oh, nee. Doch, mein Team. Oh mein Gott. Oh, yes, das war mein Fehler. Okay, sehr gut. Nein. Ja, wow. Es ist ja auch total unfair. Ja. Oha. Wir müssen nur den Gelben festhalten. Ja. Wichtig. Oh, Mist. Oh mein Gott. Das war so wichtig, dass ich da gehechtet bin. Ja, es ist halt unfair, Mann. Warum haben sie das noch nicht gefixt? Komm, blau, komm! Oh mein Gott! Ja! Yes! Ich bin der Beste, Mann! Oh mein Gott, okay, nur abgeholt. Oh, komm! Wir machen den! Oh oh. Yes! Wichtig! Okay, ja. Ja, wichtig, Mann. Wichtig. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus für uns. Dann sind wir auch gleich im Finale, wenn alles gut läuft. Oh Gott, wir sind alle hier. Oh mein Gott, was macht Team Gelb? Was macht unser Team? Ey. Sorry für... Oha. Ey, ich bin... Ey, cracked. Also, wenn ihr Reapers schaut, da wisst ihr, warum ich das die ganze Zeit sage. Oh mein Gott. Da, oha. Leider ist die Aufnahme am Ende jetzt abgespielt, aber ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.